Ja, also der Vortrag ist in zwei Teile gegliedert, die aber am Ende des Tages eben auch nicht so ganz unabhängig zu betrachten sind. Frau Robertson von Trotta hat das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wenn wir uns über Energie unterhalten und CO2 und Energiewende, wo wir zu alternativen Energien übergehen wollen, dann haben wir ein Problem mit dem Metallbedarf, der da auf uns zukommt. Und die Prognosen sind eben, dass wir das nicht mit den Landlagerstätten abdecken können, gerade weil auch unsere Bevölkerungsexplosion so weitergeht. Ich glaube, 2050 oder 60 werden wir irgendwie 10 Milliarden sein. Insofern müssen wir, glaube ich, grundsätzlich mal drüber nachdenken, wie wir leben und uns verhalten, weil das, unsere Ressourcen sind alle sehr endlich. Selbst wenn wir jetzt in die Tiefsee gehen, ich glaube, wenn man das grob hochrechnet, dann ist das wahrscheinlich auch in 200, 300 Jahren dann alles weg. Und dann haben wir das ganz große Problem. Insofern sollte man sich da jetzt schon mal ein bisschen Gedanken zu machen. Ich werde mit den Gashydraten anfangen und dann im zweiten Teil mich um Tiefseebergbau mit Ihnen unterhalten. Zur Einstimmung, ich weiß nicht, ob das gut zu sehen ist. Das sind so Beispiele von Gashydraten, wie wir sie im Tiefseeboden finden. Oberflächennah sieht das mehr so, gibt es so massive Lagen. Häufiger ist, dass man es so schichtgeschichtet im Sediment findet. Und das Häufigste ist sicher, dass man so Daumen, Fingernagel, Kuppengröße, kleine Konkretionen im schlammigen Sediment findet. Das sind alles keine Vorkommen, die wir im Bereich Ressourcen, wenn wir darüber reden, betrachten, weil sie in schlammigen Sedimenten hocken und man das Gas schlecht fördern kann. Also wir gucken am Ende, wenn es um Ressourcen geht, es ist dasselbe wie bei konventionellen Öl- und Gaslagerstätten. Wir brauchen eigentlich die Gashydrate in permeablen Sedimenten, sprich am besten in irgendwelchen Sanden. Und kommen dann nicht in Sandstein vor, weil wir eben viel flacher sind im Sediment, sondern das sind dann halt ein bisschen verfestigter als Strandsand. Und dies hier sind Beispiele aus Bohrkernen, die wir wissenschaftlich gewonnen haben in den letzten 15 Jahren ungefähr, wo man dann auch eher mal so ein bisschen massivere Lagen findet, aber das Häufigste, was wir dann haben in Sandlagen, das kann man hier schon wieder schlecht erkennen, das ist Sand halt mit ein bisschen Ton auch drin und da sitzt dann im Porenraum, sitzen dann dort die Gashydrate. Was wir ganz häufig finden in schlammigen Sedimenten, sind Verfüllungen von so Frakturen. Die kommen während der Bildung zustande, da komme ich gleich noch zu. Chemisch sieht das so aus, dass die Wassermoleküle, die hier in Blau angedeutet sind, Blau wäre das Sauerstoffatom und die Wasserstoffatome sind dann auf den schwarzen Bindungsachsen, bilden wie bei Eis, kristallographisch ist es allerdings was anderes, eine feste Struktur, sieht auch von außen eben wie Eis und Schnee aus und sie bilden dann solche Käfigmoleküle und in diesen Käfigen kann Methan zum Beispiel hocken oder CO2. H2S, das geht hoch bis ungefähr N-Butan, dann werden die Moleküle zu groß und Gashydrate können sich nicht mehr bilden. Stöchiometrisch, wenn alle Käfige besetzt wären, dann hätten wir so 5,75 Wasser pro Methanmolekül. In der Natur ist das eher so, dass wir bei 5,9 bis 6,1 Wassermolekülen sind, weil nicht alle Käfige besetzt sind. Und insgesamt kennt man inzwischen ungefähr 10 verschiedene Strukturen. Dies ist die häufigst vorkommende Struktur 1. Wenn man höhere Kohlenwasserstoffe drin hat, dann hat man Struktur 2 Hydrate. Aber das häufigste ist tatsächlich das mit Methan. Und wenn man die jetzt an Deck holt, dann sind die nicht mehr stabil, dann gehen sie kaputt, das Methangas kommt raus und man hat flüssiges Wasser. Und dann ist unter Atmosphärendruck steckt in einem Kubikmeter festen Gashydrat ungefähr 180 Kubikmeter Methan plus minus 20% ungefähr, je nachdem wie viel die Käfige besetzt sind und wie kompakt diese Struktur am Ende ist. Und das ist eben eine ganze Menge, die ja gespeichert ist. Sie ist eben drucklos gespeichert, weil es eine Festsubstanz ist. Das ist der große Unterschied zu konventionellen Öl- und Gaslagerstätten. Gashydratlagerstätten stehen nicht unter Überdruck. Und deswegen sind sie eben interessant als Energierohstoff. Und diese Forschung so richtig Richtung Energierohstoff, die läuft so ungefähr seit 1990, 95 bei einigen Ländern. In Deutschland ging das ein bisschen später los. Angefangen haben wir tatsächlich bei den Gashydraten
1804 sind sie gefunden worden von Davy, der auch das Chlorgas gefunden hat, als Chlorwassermolekül, als Chlorhydrat. Und dann sind sie Anfang der 20er Jahre, 30er Jahre in arktischen Pipelines, haben sie die Pipelines verblockt, waren also mehr ein Hindernis und haben die Ölindustrie geärgert. Deswegen gibt es in dem Bereich, wo es um Flow Assurance geht, sprich Verhinderung von Gashydratbildung, diese Forschung mit Gashydraten eben schon seit den 20er Jahren. Die ersten natürlichen Gashydratvorkommen, Methanhydrate in der Natur, sind ungefähr 1970 im Schwarzen Meer von russischen Wissenschaftlern gefunden worden. Und dann ging das so langsam los. Und mittlerweile, werde ich Ihnen gleich zeigen, wissen wir, dass die eigentlich mehr oder weniger rundum an allen Kontinentalhängen vorkommen. Man braucht nämlich Methan, man braucht Wasser und man braucht hohen Druck und relativ niedrige Temperaturen. Hier ist so das Phasendiagramm aufgezeichnet. Wir machen das in der Geologie immer falsch rum, weil wir einfach immer die Tiefe nach unten auftragen und hier unten ist dann die Temperatur positiv aufgetragen, also den Druck in Form von Wassertiefe. Und dann sehen wir hier so ungefähr bei 500 Metern, bei 5 Grad ungefähr, das ist so typische Temperatur in der Tiefsee. Das ist auch so ein relativ typisches Temperaturprofil, was ich hier eingezeichnet habe, wären die Gashydrate stabil. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Meeresboden in ungefähr 800 Meter Tiefe. Und zum Erdinnern hin nimmt die Temperatur wieder zu. Und zwar ungefähr global im Mittel zwischen so ungefähr 30 Grad pro Kilometer. Das führt am Ende dazu, dass in einer bestimmten Sedimenttiefe die Gashydrate auch wieder nicht stabil sind und man wieder Wasser und freies Gas vorliegen hat. Und das gibt uns meistens hier das freie Gas darunter dann in der Seismik, also in der Akustik im Sediment, ein Reflektor, ein Signal, was bekommt, zeige ich gleich nochmal ein Beispiel zu. Das nennen wir den BSR oder den Bottom Simulating Reflector, auf Deutsch bodensimulierenden Reflektor, weil er meistens parallel zum Meeresbodenreflektor läuft, hat aber die entgegengesetzte Signalintensität. Dadurch können wir das erkennen und das ist unsere beste Möglichkeit, Gashydrate zu detektieren. Wir wissen immer, wenn das auftritt, dann haben wir da unter freies Gas und das gibt diesen Geschwindigkeitsunterschied und dann wissen wir, da drüber haben wir irgendwo Gashydrate. Wir wissen dann nicht, wie viel und wie sie verteilt sind, aber wir wissen, dass das ist eine Ecke, wo wir mal bohren und gucken können. Und deswegen gibt sich dann im Sediment so eine bestimmte Schicht, die kann manchmal ein paar hundert Meter, so im Schnitt irgendwas so zwischen 200 und bis zu 500, 600 Meter mächtig sein, wo eben Methanhydrate stabil sind. Ich habe ja eben gesagt, das wäre jetzt Druck und Temperatur, und wir brauchen aber eben auch genug Methan. Und das Methan wird für die Hydrate oder global überhaupt Methan wird meistens zum großen Prozentsatz aus Abbau von organischem Material durch Mikroorganismen gebildet. Es gibt dann natürlich auch die angedockt an die konventionellen Öl- und Gaslagerstätten, wo es durch thermisches Cracking passiert, bei über 100 Grad Celsius. Aber das Methan, über das wir bei den Gashydraten reden, was wir da drin finden, das ist wirklich zu 99% ungefähr biogenes Material, Methan, was von Mikroorganismen unterhalb von 80 Grad Celsius, meistens so im Bereich 20, 30, 40 Grad gebildet wird. Und das hängt dann eben davon ab, dass genug organisches Material in den Meeresboden eingetragen wird. Und das nimmt von oben nach unten zu, weil die Algenblüten, die absterben, runtersinken, auch von Mikroorganismen schon mit Sauerstoff meistens abgebaut werden, sodass in der Tiefsee ungefähr nur 1% des Materials ankommt, was oben abgestorben und gebildet wurde. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass wenig Material, organisches Material, in der Tiefsee ankommt, da werden wir kein Methan bilden, weil wir eigentlich immer anfangen zum Abbau mit Sauerstoff, Nitrat, Eisenoxide, Manganoxide, Sulfat. Und dann ganz am Ende dieser Kette machen die Mikroorganismen erst aus Organik ein Molekül Methan und ein Molekül CO2. Und in der Tiefsee haben wir genug Sulfat und auch Eisen und Manganoxide, dass wir da gar nicht ankommen bei der Methanogenese. Das schaffen wir nur im Schelf. Da ist es aber zu flach, da ist der Druck nicht hoch genug, da bilden sich keine Hydrate, da haben wir dann freies Gas, was dann auch aufsteigt und Cold Vents bildet. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen, so eben unterhalb von 500 Metern, dann haben wir genug organisches Material immer noch. Das liegt auch daran, dass da ein Großteil des organischen Materials von Land eingetragen wird.
eben nicht nur die Algenblüten. Und da können wir dann eben Methanhydrate bilden. Und das führt, diese Prozesse führen dazu, dass die Methanhydrate entlang der Kontinentalhänge verteilt sind. Das hier ist eine Karte von 2007 vom US Geological Survey. Die wird jetzt leider inzwischen nicht mehr aktualisiert, weil der Hauptautor in Rente gegangen ist. Und die zeigt in schwarz indirekte Indikatoren, eben diesen bodensimulierenden Reflektor aus der seismischen Untersuchung, und mit weißen Punkten angedeutet, wo wir tatsächlich über Bohrungen oder flache Kerne Gashydrate an Deck geholt haben. Und dann sieht man eben, dass das gut verteilt ist entlang dieser Kontinentalränder, weil eben nur da haben wir genug Eintrag von organischem Material, und dann muss das eben die gewisse Wassertiefe haben, dass wir sie auch bilden können. Hier ist nochmal die Erklärung für diesen bodensimulierenden Reflektor. Das ist eben ein akustisches Signal, wo wir uns die Geschwindigkeit der akustischen Welle, die in den Boden eindringt, anguckt. Hier haben wir Meerwasser mit ungefähr 1500 Meter pro Sekunde. Im Sediment nimmt die Geschwindigkeit dann ein bisschen zu. Deswegen kriegen wir hier so einen Reflektor vom Meeresboden, den wir meistens dann in Rot und Blau in der Polarität darstellen. Eben geringere Geschwindigkeit und Beschleunigung. Bei den Gashydraten nimmt die Geschwindigkeit meistens noch ein bisschen zu. Das ist aber normalerweise nicht genug, um diese Oberkante tatsächlich zu sehen. Der Geschwindigkeitsunterschied ist da zu klein am Ende. Aber wir haben dann eben einen großen Geschwindigkeitsabfall, wo wir freies Gas haben. Und da reichen schon 0,5% vom Volumen im Sediment, im Porenwasser, Gas, dass die Geschwindigkeit so runtergeht, dass wir das erkennen können. Und das läuft dann eben durch die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, mit Temperaturzunahme und Druck, ungefähr mal parallel zum Meeresboden. Das ist nicht überall in der Welt so, weil das System Meeresboden nicht immer im thermischen und chemischen Gleichgewicht ist. Aber meistens läuft es eben parallel, so wie hier, und hat dann die umgekehrte Polarität. Meistens stellen wir das dann eben mit Blau über Rot dar. Und das nennen wir deswegen den bodensimulierenden Reflektor. An der Sedimentoberfläche, also ein Teil des Gases, bricht eigentlich immer durch, das kennen wir, da kommt Methan auch raus, selbst wenn wir Gashydrate im Untergrund haben, wo das Gas eigentlich thermodynamisch eben ausfrieren sollte. Aber meistens ist, häufig ist der Gasaufstieg mit Frakturen, die vorhanden sind, schnell genug, dass ein Teil des Gases tatsächlich in die Wassersäule ausströmen kann. Das sehen wir hier zum Beispiel, ist vielleicht ein bisschen dunkel das Bild. Da kommen Gasblasen raus, ganz viele. Wir können das hydroakustisch mit Echoloten darstellen, das sehen Sie hier. Das sind aus dem Schwarzen Meer von so ein paar Schlammvulkanen Gasfahren, die tatsächlich mehrere hundert Meter hoch in die Wassersäule zu sehen sind, bis sich das Gas dann aufgelöst hat in der Wassersäule. Und das nennen wir in dieser hydroakustischen Darstellung, wir sind so sensitiv mit Echoloten. Die Fischer benutzen das deswegen nämlich auch, weil die gucken auf die Schwimmblase von Fischen. Das ist auch nur eine Gasblase, verhält sich genauso. Und wir können einzelne Gasblasen damit aufsteigen sehen in der Wassersäule. Also wir brauchen ganz wenig. Und deswegen, wenn man jetzt über Leckagen nachdenkt von Sieps oder Pipelines oder CO2-Leckagen von Untergrundspeicherungen im Marienbereich, dann sind wir um viele, viele Größenordnungen sensitiver als alle Detektionsmöglichkeiten an Land. Eine Sache, wo man vielleicht ein bisschen mal drüber nachdenken sollte, ob man CO2-Speicherung im Marienbereich zumindest leichter Leckagen detektieren kann. Von dem Methan und auch, komme ich gleich noch ein bisschen zu, dem H2S, da leben Bakterienmatten dann an diesen Sieps. Und wir finden auch so große Carbonatkonkretionen. Das können manchmal mehrere Fußballfelder, große 10er Meter mächtige Ablagerungen sein, die sind in diesem Fall auch entstanden dadurch, dass Mikroorganismen das Methan mit Sulfat veratmen und dabei Hydrogencarbonat und H2S entstehen. Und das Hydrogencarbonat fällt dann mit dem Calcium im Meerwasser aus als Calciumcarbonat, Aragonit, Calcit, und kann teilweise auch Hügel bilden oder kleine Berge bilden, die so bis 80 Meter, 100 Meter hoch sind. Und wir können hierüber tatsächlich auch den Methanfluss altersdatieren. Das nochmal so eine Zusammenfassung, also wie das so funktioniert, das System. Von unten kommt meistens Methan, wird in tieferen Sedimenten eben gebildet, wenn Sulfat nachher auch weg ist.
dann steigt das einfach mit einzelnen Blasen oder wenn man Überdruck hat an Subduktionszonen, wo Wasser ausgequetscht wird aus den Sedimenten, steigt das Fluid auf, was methanreich ist, friert dann in der Hydratstabilitätszone aus. Ein Teil geht dran vorbei, auch durch molekulare Diffusion. Und an der Meeresoberfläche in den oberen Metern arbeiten dann diese Mikroorganismen. Das ist ein Konsortium aus Archaeen und Sulfatreduzierern, die Antje Boetius aus Bremen vor ein paar Jahren gefunden hat, wofür sie auch ihren Humboldt-Preis bekommen, ihren Leibniz-Preis bekommen hat. Das ist eben dieses Konsortium an Bakterien, die das umwandeln zu dem Hydrogencarbonat und dem H2S. Und oben an der Oberfläche leben zum Beispiel Bakterien davon, aber auch Röhrenwürmer, Muscheln, die haben dann Bakterien in ihren Kiemen zum Beispiel. Genau, und dadurch kommt dann am Ende auch, dass relativ wenig von diesem Methan am Ende in die Wassersäule kommt. Diese Bakterien, dieser biologische Filter, wie wir ihn auch nennen, oder benthische Filter, ist sehr effektiv. Sodass relativ wenig Gas tatsächlich in diesen Bereichen in die Wassersäule kommt und dann abhängig, komme ich vielleicht nachher nochmal ganz kurz zu, abhängig, was die Wassertiefe ist und wie schnell sich diese Gasblasen auflösen, also in welcher Wassertiefe wir dann sind, kommt auch wenig Gas oben an. Also bei Gashydraten kann man eigentlich so grob sagen, da wir mindestens 500 Meter Wassertiefe brauchen, damit die sich bilden können. Das ist immer ausreichend, dass die Gasblasen sich komplett in der Wassersäule auflösen und kein Methangas in die Atmosphäre eintritt. Das ist auch nochmal, wenn man nachher drüber nachdenkt, Abbau, mögliche Leckagen in dem Rahmen. Im flachen Bereich, wenn wir in einem Küstenschelfbereich Öl- und Gasbohrungen haben, dann kommt Gas in die Atmosphäre, wenn es eine Leckage gibt. Bei den Gashydraten sind wir zu tief, da kommt kein Gas oben mehr an. Gut, und wenn wir dann so verstanden haben, jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, wie dieses System funktioniert, dann können wir numerische Modellierungen machen dazu und können das auch global machen. Auf einem globalen Grid mit Druck, Temperatur, Organikverteilung und so weiter. Und das haben wir in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht mit verschiedenen Aspekten und können dann so Karten produzieren, wie sich die Hydrate verteilen und auch wo wir viel Hydrate erwarten würden und wo wenig. Und das ist ein so ein Beispiel aus unserer Arbeitsgruppe. Und dann sehen wir, wir haben so in Gebieten hier und hier, da ist relativ viel Hydrat. Das liegt auch daran, dass da relativ mächtige Sedimentablagerungen sind. Das können teilweise so 10, 20 Kilometer Sedimentablagerungen sein. Und wenn man das dann zusammenrechnet global und vergleicht mit den konventionellen Vorkommen von Kohle, Öl und Gas, dann sieht das so aus, dass von den Gashydraten es deutlich mehr gibt. Das ist jetzt aber leider so ein bisschen Äpfel mit Birnen, was ich hier Ihnen präsentiere, das ist der Vergleich. Weil wir hier nicht wissen, wie viel davon tatsächlich ökonomisch abbaubar ist. Während diese Reservoire hier aus dem Energy Outlook sind die, die ökonomisch abbaubar sind. Und das ist das, wo wir eigentlich hauptsächlich oder international Kollegen dran arbeiten, die das als Rohstoffquelle nutzen wollen, dass sie versuchen rauszukriegen, wo haben wir Hydrate in Sand, wie viel können wir davon produzieren und diese Zahlen global oder auch regional teilweise können wir nicht im Augenblick nicht geben. Das ist alles viel zu ungenau, was wir da bisher zu sagen können. Die Kollegen aus den USA zeigen das häufig als Resource-Pyramide. Und dann ist hier unten, das sind diese schlammigen Tiefseesedimente, wo wir viel Hydrat drin haben, wo man aber wahrscheinlich nicht draus fördern kann. Da kommen wir nachher nochmal ganz, ganz kurz zu. Weil die Chinesen das nämlich gerade probieren. Und dann haben wir im arktischen Gebiet, in Sandstein, in der Nähe von Öl- und Gasinfrastruktur, mal ganz bisschen Hydrat. Dann haben wir in Sandstein, außer weg von der Infrastruktur, von irgendwelchen schon existierenden Infrastrukturen, und das ist so das Volumen. Das hier wäre das, was wir alles so als Reservoir ansehen, aus dem man gut produzieren könnte. Wie viel das eben genau ist, im Vergleich zur Gesamtmenge wissen wir nicht. Das können 100 Gigatonnen sein, das können auch nur 10 sein. Das ist tatsächlich die Zahl, die unbekannt ist. Hier nochmal auf dieser globalen Karte dargestellt, welche Länder eigentlich am meisten investieren. Das sind vor allen Dingen die asiatischen Länder, weil die alle in ihrer Außenwirtschaftszone, also in den 200 Seemeilen von der Küste weg, Gashydrate haben. Das ist auch der große Unterschied durch den Organikeintrag. Die Gashydrate haben wir,
eigentlich, ich kenne keine einzige Lagerstätte oder kein einziges Vorkommen, was in internationalen Gewässern liegt. Das sind Vorkommen, die fast ausschließlich, also ich kenne tatsächlich keinen einzigen Fall, die sind ausschließlich in den EEZs vorkommen. Kommen wir gleich nochmal im Vergleich zu den mineralischen Rohstoffen, den Metallen, weil das da nämlich anders ist. USA, Kanada haben relativ viel Geld reingesteckt, Indien, und die haben alle so in den letzten 10 Jahren im Schnitt über 1 Milliarde US-Dollar pro Land da reingehauen. In Deutschland gucken wir uns im Augenblick im Rahmen von Europa, das hat auch historische Gründe, das Schwarze Meer an, größte anoxische Becken, was wir haben weltweit, weil wir da einfach viel uns dieses natürliche System von deutschen Wissenschaftlern in den letzten 15, 20 Jahren angeguckt. Das ist das System, was wir, glaube ich, in Deutschland am besten kennen. Genau, und in diesen Ländern haben eben auch schon die ersten Produktionstests stattgefunden. Ich zeige jetzt mal so ein paar Beispiele von Reservoiren, nur zwei, Indien als Beispiel, die hier im Krishna-Godavari-Becken gebohrt haben, jetzt zweimal. Und die haben hier zum Beispiel ein Vorkommen gefunden, wo sie ungefähr eine 50 Meter mächtige Sandschicht haben, in denen ungefähr 80% des Porenraums mit Hydrat verfüllt ist. Also das wäre schon eine extrem gute Lagerstätte. Und es ist in der Tat im Augenblick, die haben jetzt noch was Besseres gefunden, wo es 150 Meter sind letztes Jahr. Und die US-Kollegen, die auf jeder von diesen Bohrtouren international dabei waren, haben gesagt, das ist das beste Reservoir, was sie je gesehen haben. Insofern sind die Inder jetzt auch wieder daran interessiert, jetzt einen Produktionstest zu machen. Reden schon vom nächsten Jahr. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber da wird jetzt richtig Geld reingesteckt. Und das Vorkommen dort steckt in begrabenen alten Flusssystemen. Also die gehen ja im Wasser nachher weiter, diese Canyons und auch die Überhänge, wo Sedimente abgelagert werden. Das nennen wir im Englischen Channel Levee Systeme. Und in denen ist ein bisschen gröberes Material drin als die tonigen Sedimente, die drumherum sind. Und deswegen bilden sich da, weil das ein bisschen permeabler ist, wenn das Gas da reinsteigt, leichter die Hydrate und wir haben höhere Konzentrationen in diesen Systemen. Und das kann dann entweder in diesen Levees sein, also am Rande, oder in diesen alten, begraben, zugeschütteten Flussgräben. Das Zweite ist dann, wenn man jetzt weiter den Hang runtergeht, dann verschwinden diese Channel-Levee-Systeme und dann kriegt man die feinen verteilten Schichtablagerungen von dem Flusssystem. Das nennen wir Turbiditlagen. Das sind unter Umständen so Wechsellagen, die nur ein paar Zentimeter oder Millimeter dick sind zwischen Sand und Ton. Und ein so ein System gibt es im Nankai-Trog, also vor Japan. Und die haben vor allen Dingen hier gebohrt, hier sieht das am besten aus. Da haben sie auch den ersten Produktionstest 2013 offshore gemacht. Und das ist hier ein so ein Log, wo angezeigt ist, diese Wechsellagen von Ton und Sand. Also der Sand ist hier immer das violette Peak und die Täler dazu sind dann die Tonablagerungen. Das sind, glaube ich, fast 1000 Ablagerungen am Ende, weil sie alle nur ein paar Millimeter dick sind. Und in den Sandschichten, in diesen dünnen Sandschichten steckt immer ordentlich Hydrat. Ja, den Abbau, da sind die meisten, weil sie von der Ingenieursseite kommen in den Ländern, die da die Forschung betreiben, aus der Öl- und Gasindustrie erstmal sehr ideenlos rangegangen. Man nimmt einfach das, was die Öl- und Gasindustrie sowieso schon seit Jahrzehnten macht, nämlich Druckentlastung, Warmwasserinjektion oder eben auch CO2. CO2 machen sie in den USA zum Beispiel ganz viel seit vielen, vielen Jahrzehnten, weil das viel billiger ist als Wasser, weil sie genug Vulkansysteme nebenan haben in Texas, wo sie einfach das CO2 abpumpen können und dann injizieren, um den Rest Öl und Gas aus der Lagerstätte zu pressen. Das wissen die wenigsten, aber das ist eine Standardtechnologie, die in der Öl- und Gasindustrie seit 50, 60 Jahren gemacht wird. Da muss nichts neu entwickelt werden. Deswegen ist für die CO2-Speicherung onshore und auch offshore kalter Kaffee. Das machen die seit vielen Jahren. Und wir reden da auch über Injektionsraten vom CO2. Das sind viele Millionen Tonnen pro Jahr. Also technisch würde ich sagen, ist das eigentlich beherrschbar. Und das Zweite ist Druckentlastung. Also man nimmt einfach, hängt wirklich große Pumpen in die Bohrstränge. Das wird auch seit Jahrzehnten im Öl- und Gasbetrieb gemacht, um Restgas rauszubekommen, weil man über den Überdruck aus konventionellen Lagerstätten im Schnitt nur so
60-70% rausbekommt, teilweise weniger, und das Restgas drin bleibt. Und mittlerweile sind die Preise so, dass sie auch diese ganzen alten Lagerstätten wieder aufgemacht haben und eben Pumpen reinhängen. Man kann den Druck ohne Probleme auf ein Drittel des Lagerstättendrucks absenken und pumpt dann einfach das Restgas raus. Und bei den Hydraten würde es dazu führen, dass sie instabil werden, sich zersetzen und das Gas strömt dann eben zum Bohrloch. Und das ist die billigste Technik, und das ist auch das, was in den Tests bisher ausprobiert wurde oder benutzt wurde. Und es gibt einen Test tatsächlich auch, wo diese CO2-Injektion durchgeführt wurde. Die habe ich hier auf dieser Folie zusammengefasst. Das ging los in Nordalaska auf der kanadischen Seite 2001 und 2 und dann nochmal 2007 und 2008. Hier hat man erstmal Warmwasserinjektion ausprobiert, das war nicht so erfolgreich, weil es nicht weit genug in die Lagerstätte reindringt, um Hydrate kaputt zu machen, weil sich das zu schnell abkühlt, das Wasser. Im Schnitt ist das auch, das ist auch so eine Technik, die Öl- und Gasindustrie seit vielen Jahrzehnten macht, nennt sich Steam Assisted Gravity Drainage, wo man Wasserdampf in die Lagerstätten einpumpt. Und im Schnitt braucht man so viel Energie, dass man ungefähr ein Jahr vorheizen muss den Bohrstrang, damit unten tatsächlich in 2-3 Kilometern Tiefe Wasserdampf rauskommt. Und selbst dieser Energieaufwand rechnet sich. Also das sind alles so Technologien, die gibt es schon. Da muss nichts entwickelt werden. Was erfolgreicher war dann 2007-2008, war die Druckentlastung. Das war die allererste. Hier sind die Hydrate unterhalb einer ungefähr 400 bis 500 Meter dicken Eisschicht sozusagen, also Permafrost. Da hat man dann auch keine Probleme mit der Druckentlastung, weil da oben drüber im Grunde ein festes Siegel drüber ist. Das Gleiche wurde von ConocoPhillips mit dem US Department of Energy und den Japanern dann 2012 mit CO2-Stickstoff-Gemisch-Injektionen und danach Druckentlastung. Da hat man tatsächlich über insgesamt 7 Wochen Gas aus Hydraten gefördert. Das war eigentlich relativ erfolgreich. Das sind aber alles Tests, die an Land waren. Und jetzt hat man 2013, haben die Japaner das erste Mal das Offshore gemacht und hatten Probleme mit Sandproduktion. Haben nach 6 Tagen das abbrechen müssen, weil sie eine unkontrollierte Sandproduktion bekommen haben und Angst hatten, dass sie da das Bohrloch und alles verlieren. Und dieses Jahr im Mai gab es jetzt den zweiten Test vor im Nankai-Trog, ein paar Meter weg im Grunde nur noch. Da haben sie auch erstmal nach 7 Tagen Probleme gehabt, mussten nochmal neu bohren, aber produzieren jetzt seit 4 Wochen kontinuierlich Gas aus diesem durch Druckentlastung aus dem Bohrloch. Und genau, das sind im Schnitt in den ersten 3 Wochen hatten sie so ungefähr 200.000 Kubikmeter Gas gefördert. Das sind noch keine ökonomischen Zahlen, aber sie sind auch nur ein Faktor 10 davon weg, 10, 20 so. Aber es ist auch erstmal nur ein Test und es geht jetzt tatsächlich darum zu gucken, über wie viele Monate kann ich das machen. Ein halbes Jahr. Sie haben sich, glaube ich, mal als Obergrenze hatten sich jetzt ein halbes Jahr gesetzt und wir sind alle sehr gespannt, wie weit sie kommen. Die Japaner haben, die Chinesen haben parallel auch einen Test gemacht. Die haben aber allerdings, die haben am 5. Mai angefangen und haben inzwischen über 50 Tage produziert. Die haben aber das Problem, dass sie kein Hydrat im Sand haben. Das ist da in tonigen, vielleicht ein bisschen siltigen Sedimenten, wo wir eigentlich alle gesagt haben, das wird nichts. Weil das für uns eigentlich kein Reservoir ist, um Gas zu fördern. Aus irgendwelchen Gründen hat das wirklich gut funktioniert. Sie haben auch kein Problem mit Sandproduktion gehabt. Das war das Nächste, wo wir gedacht hatten, das passiert sofort, dass sie die Turmpartikel da fluidisieren. Sie haben es selber nicht verstanden. Ich war letzte Woche auf der großen Gashydratkonferenz der Internationalen, die alle 3 Jahre stattfindet, wo wir versucht haben, mehr rauszubekommen. Die Japaner haben gar nichts bisher veröffentlicht. Bei den Chinesen gibt es zumindest so ein paar News Reports. Sie wissen selber nicht, warum das so gut funktioniert, aber jetzt ist es auch die letzten Tage richtig in die Knie gegangen. Also eine Vermutung ist, dass sie hauptsächlich das freie Gas unterhalb ihrer Hydrate gefördert haben, weil sie das direkt über dem BSR die Schicht angefasst haben. Aber wir werden das sehen, wenn die Daten so nach und nach ans Tageslicht kommen, was da wirklich gelaufen ist. Aber immerhin, sie haben keine Sandproduktionsprobleme gehabt. Sie haben jetzt mit Abstand den längsten Test gemacht von allen und das war halt für sie so erfolgreich, dass der Minister of Land and Resources vor 4 Wochen in der Pressemitteilung von der Revolution des Energiemarkts geredet hat. Damit
halb halt auch recht, weil die Vorkommen von Gashydraten, die am besten exploriert sind, sind in Asien. Und die haben alle keine eigenen Öl- und Gaslagerstätten. Die importieren zu fast 100% Öl und Gas. Und das würde zumindest tatsächlich global aus den arabischen Ländern, USA und Russland, den Gasmarkt zum Teil Richtung Asien verschieben. Global gesehen für die Handelsketten vielleicht gar nicht so schlecht, gibt ein bisschen Entlastung bei all den Kriegsherden. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass wir da eine Alternative vielleicht haben. In Deutschland gibt es ungefähr seit Herbst 2008 das Projekt Sugar, was für Submarine Gas Hydrate Reservoirs steht. Das läuft jetzt noch bis März nächsten Jahres, hat 3 Förderperioden bekommen und ist ein Projekt, was vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Ministerium für Forschung gemeinsam finanziert wird. Der Großteil des Geldes kommt vom Wirtschaftsministerium. Und wir haben über all die Jahre ganz, ganz viele Partner gehabt, im Schnitt in jeder Phase so zwischen 20 und 25, und es ist in jedem Teilprojekt immer ein guter Mix aus akademischen Instituten und Universitäten und Firmen. Das ist eben Vorgabe, wenn man vom Wirtschaftsministerium Geld haben will. Und die Aufgabe, die wir eigentlich hatten, ist, das Wissen, was wir über die natürlichen Systeme haben und Techniken zu transferieren in die deutschen Firmen. Und ich denke, das haben wir relativ gut auch erledigt. Ich werde jetzt gleich noch mal so ein paar Beispiele dazu zeigen. Also wir haben tatsächlich uns die gesamte Verwertungskette angeguckt. Von geophysikalischer Explorierung, da sind wir nämlich tatsächlich in Deutschland führend. Wenn es um die Hydroakustik geht, die Seismik, Elektromagnetik, das kann man benutzen, Leitfähigkeit messen, um mehr quantitative Aussagen zu bekommen über die Gashydratverteilung. In Bremen wurde ein mobiles Autoklavbohrgerät entwickelt, mit dem wir 70 und jetzt gibt es auch ein zweites für 200 Meter tief bohren können, was wir von unseren normalen Forschungsschiffen einsetzen können. Wir brauchen also kein spezielles Bohrschiff und sind damit ungefähr einen Faktor 20 billiger als ein Schiff aus der Öl- und Gasindustrie zu chartern, weil wir das mit unseren normalen Forschungsschiffen einsetzen können. Das MEBO-Gerät kostet in der Miete ungefähr für einen Monat 300.000 Euro, anstatt pro Tag 2 bis 3 Millionen auszugeben. Und dann haben wir Laborversuche gemacht, Reservoirmodellierung, alles, was da so zugehört, zu Produktionstechnologien uns Gedanken gemacht. Und wir hatten uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben, weil die anderen Länder fast alle ausschließlich diese Druckentlastung machen, dass wir uns um diesen CO2-Methan-Austausch kümmern wollen, weil das ist auch eine Methode, eben Methan aus Gashydraten zu fördern, weil die CO2 bildet auch Hydrate, gleiche Struktur 1, ist einfach nur eine direkte Umwandlung. Und die CO2-Hydrate sind stabiler, wenn es um die Druck- und Temperaturbedingungen geht. Das heißt, wenn man Methanhydraten CO2 aussetzt, dann ist das eine spontane Reaktion, die abläuft. Jetzt nochmal so ein paar Beispiele aus dem Schwarzen Meer. Da haben wir uns im Donaudelta hier, der untere Teil ist das Paläo-Donaudelta aus den glazialen Zeiten. Hier ist das Paläo-Dnieper-Delta. Und da gibt es eben auch jede Menge begrabene Flussdeltas, in denen Hydrate hocken können. Das sehen wir dann hier an einer Seismik. Ich zeige das jetzt einfach mal. Ich habe das auch über die Jahre lernen müssen als Chemiker, was die Seismiker da mir erzählen. Also hier so ein Reflektor zeigt in der Hydratstabilitätszone, die tatsächlich hier unten verläuft. Das da drüber ist alles Hydratstabilitätszone. Sehen wir hier so interne Reflektoren, die uns anzeigen, dass da freies Gas hockt in der Stabilitätszone. Und die einzige Erklärung, die wir eigentlich immer haben, ist, dass das von Hydraten eingeschlossen sozusagen ist. Das heißt, da müssen Gashydrate drum sein. Und wenn man dann Widerstandsmessungen macht mit Elektromagnetik, dann sehen wir tatsächlich hier in diesem Bereich eine Ecke, wo die Widerstände viel höher sind. Und das ist ein Indikator dafür, dass da tatsächlich Gashydrat oder freies Gas eben hockt. Und die andere hohe Schicht ist dann hier, wo der BSR durchläuft. Das heißt, wir haben auch direkt über dem BSR haben wir auch höhere Hydratkonzentrationen. Da kann man Beckenmodelle machen, das überspringe ich mal. Das sind numerische Modellierungen, wie dann so eine Lagerstätte tatsächlich funktioniert. Das ist auch einer der Exportsachen gewesen, die wir gemacht haben mit dieser Beckenmodellierung. Das ist Standardsoftware für Öl- und Gasindustrie. Und wir haben da ein Modul zugeschrieben, was Gashydrate bildet. Und die Firma, die das ursprünglich gemacht hat, die kommt aus Aachen, IES, waren so 30-Mann-Betrieb. Die sind im Rahmen von Sugar während der ersten Phase von Schlumberger deswegen aufgekauft worden. Also wir haben so ein paar Exporte dadurch
sind im Grunde dadurch erfolgreich gewesen, dass große multinationale Firmen diese kleinen Firmen, die wir im Projekt hatten, aufgekauft haben, weil sie das so interessant und gut finden. Und ein anderes Beispiel ist dieses mobile Bohrgerät, was Sie hier sehen. Das ist so 6,50 Meter hoch. Können wir hier zum Beispiel auf Meteor, auf einem unserer normalen großen Forschungsschiffe einsetzen. Wird über Seil eben am Meeresboden abgesetzt und fängt dann automatisch an zu bohren. Zieht am Ende, wenn es fertig ist, die Bohrgestänge wieder in seinen Revolver hier rein und wir holen es dann hoch nach 12 Stunden oder so und haben dann alle Bohrkerne da drin und wir haben das auch ausgestattet jetzt im Rahmen von Sugar mit Druckkernen. Das gibt es bisher eigentlich fast nur im wissenschaftlichen Bereich Druckkerne, das heißt wir können unter in situ Druckkerne hoch an Deck holen, um sie dann zu untersuchen, das heißt ohne dass die Hydrate zum Beispiel kaputt gehen. Und das war ursprünglich ein BMBF-Projekt, was Marum gestellt hat und bezahlt bekommen hat. Und Bauer, das war am Anfang Prag Labortechnik in der Nähe von Bremen und die sind von Bauer aufgekauft worden, die in Bayern sitzen. Bauer ist ein weltweites Unternehmen, die machen zum Beispiel diese Gründung für den Burj Al Sharif da in Dubai. Also tiefes Bohren, Fräsen, das ist deren Kerngerät. Und die wollen dieses Mebo-Bohrgerät dafür benutzen, zum Beispiel in der Zukunft Massivsulfide zu erkunden, offshore. Also die haben auch noch eine andere Anwendung dafür. Gut, das überspringe ich auch. Das sind so die verschiedenen Laborgeschichten, die wir gemacht haben. Das muss halt alles unter Druck passieren. Das sind auch alles Techniken, die wir selber neu entwickelt haben im Grunde genommen. Da ist nichts, was man von der Stange kaufen kann. Wir arbeiten inzwischen mit einer Firma zusammen, Willi Geotechnik aus Göttingen in der dritten Sugarphase, die das mit Tomographie und Geomechanik, also Verformungsmessungen, koppeln. Wir haben gerade eine ganz große neue Anlage von denen vor 2 Wochen bekommen, die 15 Tonnen wiegt, wo wir am Ende 40 cm große Bohrkerne mit Röntgentomographie oder während wir Röntgentomographie machen, mechanisch verformen können, während wir Fluide injizieren oder Gashydrate zersetzen. Also diese dynamischen Prozesse uns tatsächlich anzugucken. Das ist im Augenblick auch noch nämlich eins der größten Risiken bei den Gashydraten. Das Verständnis ist so, dass Gashydrate im Porenraum von Sedimenten diese verfestigen. Das kann man zeigen, da gibt es genug Studien zu. Und die große Frage als Risiko ist eben, wenn wir die jetzt Druck entlasten und das Gas also zersetzen, werden dann diese Kontinentalhänge instabil und es kommt zu großen Rutschungen und Tsunamis oder eben nicht. Und das ist eine der Sachen, die extrem schwierig zu untersuchen ist, weil es eben ein gekoppeltes System ist mit chemischen Reaktionen, nämlich Hydratbildung, Zersetzung, Fluidfluss, Geomechanik dazu und Temperaturänderungen noch. Und dazu gibt es bisher keine experimentellen Untersuchungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt tatsächlich die allererste Maschine weltweit dazu, wo wir das uns gekoppelt angucken können. Und es gibt auch keine numerischen Modelle dafür. Da sitzen jetzt auch die Arbeitsgruppen dran und wir haben auch einen, ich habe auch eine Person bei mir in der Gruppe seit letztem Jahr, das ist eine ehemalige Doktorandin von der TU München aus der Numerik, weil das meine mathematischen Fähigkeiten dann übersteigt. Man kann diese Prozesse nicht so einfach, die Gleichungen sind relativ simpel, aber man kann die nicht so koppeln numerisch, das ist nicht stabil. Man muss da tatsächlich Numeriker haben, die haben jetzt numerische Verfahren entwickeln, damit man diese verschiedenen Prozesse tatsächlich numerisch auch betrachten kann. Und das ist, da sind wir auch relativ gut jetzt dabei. Das scheint zu funktionieren. Und wir werden sehen, was wir da jetzt bis Ende Sugar noch hinbekommen. Aber das sind alles Tools, die gibt es nicht. Das muss man alles neu entwickeln im Grunde genommen. Genau, das ist das, was wir uns angucken wollen. Hinzu kommen Bohrlochinstabilitäten. Damit kämpft die Öl- und Gasindustrie schon ein bisschen länger bei ihren Tiefwasserbohrungen, weil sie dann eigentlich immer durch die Gashydratschichten durchbohren. Und dann pumpen sie das warme Öl und Gas aus den tiefen thermogenen konventionellen Lagerstätten raus und schmelzen die Hydrate um ihr Bohrloch rum, weil die sind natürlich nicht thermisch isoliert, das wäre viel zu teuer. Dann wären die Wandungen auch zu dick, dann kann man keine abgelenkten Bohrungen mehr machen. Und dann hat Total, ist so der Total, Petrobras, das sind so die Firmen, die das am verstärktesten ja schon machen. Und die haben tatsächlich Probleme, weil sie ihre Bohrlöcher kollabieren und sie ihre Bohrlöcher verlieren. Das ist dann auch nochmal so eine zweite Anwendung.
Da kriegen Kollegen vom IFREM Meer in Frankreich seit 5-6 Jahren richtig viel Geld von Total, um sich das Problem anzugucken. Und das dritte ist dann natürlich so eventuell unkontrollierte Leckage von Methangas in die Wassersäule. Und deswegen gucken wir uns in Sugar auch dieses Umweltmonitoring an. Und das sind eigentlich alles Technologien, die wir für das natürliche System, Detektion von kalten Methanquellen, seit 30 Jahren machen und wirklich weltweit auch führend sind. Das sind entweder so chemische Sensoren, das war auch eine kleine Firma, Kontros, die am Anfang dabei war. Die sind inzwischen vorletztes Jahr von Kongsberg aufgekauft worden, einem großen norwegischen Unternehmen. Wir haben ELAC Nautic dabei gehabt, die so Multibeam-Systeme machen, also Echolot-Systeme machen. Die sind inzwischen von Wärtsilä vorletztes Jahr aufgekauft worden, einem großen finnischen Waffenhersteller. Was wir machen können mit diesen Systemen, ist eben einzelne Gasblasen verfolgen, oder wir können eben so den gesamten Austritt von diesem Gas kartieren. Das hier ist jetzt mal ein Beispiel aus der Ostsee von einem natürlichen Sieb. Aber so ähnlich können wir das eben machen. Wir können auch versuchen das jetzt auch zu quantifizieren, diese Signale. Was wir dann auch machen, ist, dass wir mit Tauchrobotern runtergehen und die Gasblasen fotografieren und filmen und dann hinterher eine Bildauswertung davon machen. Und diese Information, wie groß dann Gasblasen sind, wie schnell sie aufsteigen und so weiter, können wir dann nutzen in numerischen Modellen wieder, um zu berechnen, wie schnell die sich denn auflösen würden. Und die Modelle sowie auch die Felddaten zeigen ganz eindeutig, dass wenn man im flachen Bereich ist, sagen wir mal hier so 100 Meter Nordseetiefe, dann kommen die Gasblasen, dann kommt so ein Viertel, ein Fünftel bis ein Drittel teilweise des Gases, geht auch in die Atmosphäre. Der Großteil löst sich auf. Wenn wir allerdings dann tiefer sind, eben 400, 500 oder hier in diesem Fall fürs Schwarze Meer 700 Meter, dann lösen die sich relativ zügig auf, immer normalerweise so innerhalb von 200, 300 Metern. Weil eben das Wasser stark an Methan untersättigt ist, lösen sich die Gasblasen einfach auf und brauchen eine Weile, abhängig von ihrer Größe und so weiter. Wenn Gasblasen oben ankommen, dann ist es häufig so, dass sie sehr viel Stickstoff enthalten. Weil die Gasblase, das Methan unten das Gas rauskommt, das hat keinen Stickstoff drin. Der Ozean ist aber Stickstoff gesättigt und insofern findet so ein Gasaustausch statt. Das heißt, man hat häufig eine größere Gasblase, oder die schrumpfen nicht so schnell, wie sie durch den Methanverlust schrumpfen müssten, weil sie eben andere Gase, hauptsächlich Stickstoff, aufnehmen. Und wenn man im Hydratstabilitätsbereich ist, dann dauert das länger, bis die sich auflösen, weil die Gasblasen im Kontakt mit dem Wasser eine Hydrathülle bilden. Und dann ist dieser Massentransfer, diese Auflösungsrate einfach deutlich erniedrigt. Aber wenn sie dann eben rauskommen, dann geht das im Grunde schwupps, innerhalb von 100, 150 Metern sind sie dann weg. Das heißt, wenn wir jetzt eben bei Hydraten reden und wir haben unkontrollierte Gasleckagen, der Vorteil ist ja auch, es ist reines Methan, da sind ganz, ganz wenig andere Kohlenwasserstoffe, bis eigentlich gar keine drin. Wenn es biogen ist, dann ist noch ein bisschen Ethan drin und das war's. Und das ist für Mikroorganismen eine super Nahrungsquelle. Also das gibt eigentlich keine Umweltschädigung dadurch. Die käme erst dadurch zustande, wenn es zu flach wäre, was wir eben bei Hydraten aber eben nicht haben und in die Atmosphäre eintritt, weil Methan eben nochmal ein stärkeres Klimatreibhausgas ist als CO2. Jetzt komme ich nochmal so zu Kopplung, warum ein Schiffzug oder Gashydrattechnologien unter Umständen eine gute Idee ist auf dem Energiemarkt. Wir können halt die CO2-Problematik schon dadurch eigentlich halbieren, wenn wir von Kohle zu Gas übergehen, weil der Brennwert eben zweimal höher ist. Sprich, wir haben zweimal weniger, nur die Hälfte von den CO2-Emissionen beim gleichen Brennwert gegenüber Kohle. Das ist immer ein so ein Argument, und wenn man das dann noch koppeln würde mit CO2-Speicherung, zum Beispiel eben auch für die Produktion bei den Gashydraten, dann könnte man eben das Netto-Null-Spiel oder sogar ein Negativspiel machen, weil man in dem Porenraum versucht, eine höhere Sättigung an CO2-Hydraten zu erzeugen, als ursprünglich Methanhydrate da waren. Im Augenblick interessiert die Öl- und Gasindustrie und die anderen Länder, die das sich angucken, eigentlich nicht, weil das zu teuer ist mit dem CO2. Das ist dann wieder der Antrieb, dass wir eigentlich einen höheren CO2-Marktpreis bräuchten. Die ursprüngliche Idee von Frau Merkel waren ja mal so 20 Euro pro Tonne. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, 5 Euro, 4 Euro, irgendwie sowas. Und rechnen würde sich
das eigentlich erst, wenn wir Richtung 40 Euro pro Tonne gehen, 40, 50. Also da sind wir im Augenblick nicht bei, weil eigentlich Frau Merkel zu viele von den Zertifikaten auf den Tisch geschmissen hat. Deswegen ist der Preis eingebrochen. Also im Grunde wollte sie es, glaube ich, nicht wirklich. Die andere Motivation, die wir immer präsentieren, das sind keine Studien von uns, die kamen 2015 in Nature raus, von McGlade und Ekin, ist, dass sie sich global angeguckt haben, das 2-Grad-Ziel zu erreichen mit und ohne CCS. Und hier ist die Grafik oder die Tabelle für ohne CCS. Und dann haben sie hier zum Beispiel für Europa, würde das bedeuten, dass wir die Kohle, also die Zahlen, die hier in Prozent oder in Tonnen stehen, das sind die Mengen, die wir im Boden lassen müssen. Von den jetzt noch vorhandenen in Prozent im Boden lassen müssen. Und das bedeutet im Grunde, dass wir mit Kohle aufhören müssen, wenn wir das Klimaziel in Europa erreichen wollen. Erstaunlich ist aber, dass wir das Gas, fast, was wir konventionell haben, fast komplett fördern könnten. Und das hier ist dann das Öl, da müssen wir ungefähr 20% drin lassen. Und abhängig davon, wie die Förderraten und so weiter sind, sind diese Prozentzahlen eben anders. Aber für Europa würde das tatsächlich eventuell sinnvoll sein, mehr in Gas erstmal zu investieren. Wir werden, glaube ich, noch länger brauchen, bis wir die Alternativen so weit haben, dass wir uns abdecken können. Aber wir müssen uns eigentlich vorgestern, vor 10 Jahren von der Kohle verabschiedet haben. Und Gashydrate könnte da vielleicht eine kleine Rolle spielen. In Europa haben wir nicht ganz so viele Vorkommen. Schwarzes Meer, so ein bisschen vor Portugal, vor Irland und Großbritannien. In Norwegen haben wir Hydrate, aber die stecken in glazialen Ablagerungen, also in großen Stein- und Kieselablagerungen. Das sagt die Ölindustrie, da kann man halt nicht reinbohren wirklich. Das ist kein Reservoir, was man fördern kann. Also in Europa ist das als Energierohstoff jetzt nicht so viel wie jetzt in Asien oder in den USA. Das muss man dazu sagen. Ja, und dann kommen wir, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es? Halb. Gut, dann komme ich jetzt zum zweiten Teil und das sind die mineralischen Rohstoffe. Ich werde da mal ein bisschen schneller dann durchgehen. Also an Land, das linke ist ein Beispiel von so einer Mine an Land. Das ist das, wie die Industrie sich das am Meeresboden vorstellt, im Grunde genauso. Und um die Metalle zu kriegen, hatte ich schon angedeutet, das sind so die Gründe alle, warum im Augenblick einige Länder denken, dass man in die Tiefsee gehen muss, wo eben Metallrohstoffe vorkommen, weil sie denken, dass wir in 20, 30 Jahren an Land nicht mehr genug Metallvorkommen haben. Und der zweite Grund ist, dass viele von denen wie Kobalt oder eben auch Seltenerden auf ein paar Länder verteilt sind. China spielt eine Rolle, dann die Krisengebiete in Südafrika, Lithium gibt es bloß in 3 Seen in Chile. Das ist die große Lagerstätte für Lithium, um das ein bisschen mehr zu verteilen. Die Lagerstätten, um die es da geht, das sind zum einen Hydrothermalsysteme, dann eben nicht mehr aktive. Man könnte natürlich auch an die aktiven gehen, aber die Firmen beteuern im Augenblick, dass sie die nicht anfassen würden, weil das ja auch unsere Tiefseeoasen mit ganz viel Leben sind. Also abgestorbene, nicht mehr aktive, schwarze Raucher, in denen, die wir eben Massivsulfide nennen, die kommen so in 100 bis 5000 Meter Wassertiefe vor. Das zweite sind dann diese kobaltreichen Krusten. Die gibt es hauptsächlich auf untermeerischen Bergen. Davon, man vermutet, dass so ein Drittel der Meeresoberfläche mit Bergen überdeckt ist. Also das ist keine Tiefseeebene, die tot ist, sondern da stehen ganz, ganz viele Berge, die teilweise höher sind als der Mount Everest. Und die haben so eine Krustenbedeckung, die ist so 10, 20 Zentimeter dick. Und das dritte sind dann diese kartoffelgroßen, manchmal so ein bisschen größer als eine Kartoffel, vielleicht wie so eine Pampelmuse, schwarz, manchmal blumenkohlartig, manchmal ein bisschen runder, schwarze Gebilde, die Sie hier sehen und die liegen dann häufig auch tatsächlich dicht an dicht auf dem Meeresboden. Das sind die Manganknollen oder die polymetallischen Knollen. Aber alle diese Systeme oder kommen immer vor in Systemen, wo wir Biodiversitäts-Hotspots haben, wo wir ein sensitives Habitat haben. Die Tiefsee ist das ohnehin, weil eben ganz wenig Arten auf einer großen Fläche liegen. Das sind die jetzt schon vorhandenen Explorationslizenzgebiete. Also massiv so viele kommen hauptsächlich eben hier an den mittelozeanischen Rücken vor.
Manganknollen kennen wir hier, aber auch in vielen anderen Gebieten. Das ist so ein Vorkommen, wo wir nicht wirklich wissen, wo sie wirklich alle vorkommen. Die meisten dieser Funde sind Zufallsfunde aus der Forschung. Es ist bisher keine systematische Exploration stattgefunden für diese Rohstoffe. Aber es gibt eben hier auf dem Mittelatlantischen Ozean, da haben Frankreich und Russland Lizenzen für Massivsulfide. Hier gibt es ganz viele Lizenzgebiete für Manganknollen. Die roten Punkte sind die für die Krusten. Und im Augenblick sind das ungefähr 2,5 Millionen Quadratkilometer und das entspricht so ungefähr 0,1% des Meeresbodens, damit man mal so eine grobe Idee hat. Und die Gebiete, bis auf ein paar Ausnahmen, liegen eigentlich alle außerhalb der 200-Seemeilen-Zone, sprich außerhalb der Außenwirtschaftszone. Und das Gebiet außerhalb, das ist hier dieses leicht fleischfarbene, die EEZs sind die in blau, das nennen wir The Area, das Gebiet. Und das gehört uns allen. Das ist nämlich laut UNCLOS von 1982-94, ist The Area and its Resources the Common Heritage of Mankind. Das heißt, es gehört uns allen. Keinem einzelnen Menschen, keinem einzelnen Staat, sondern uns allen eben. Wenn man das jetzt mal vergleicht, diese marinen Lagerstätten im Vergleich zu Landlagerstätten von Erzen, dann sind hier dieses Lizenzgebiet im Pazifik mit den Manganknollen, das ist das mit dem höchsten Vorkommen an Metallen. Hier sind so ein paar von diesen Massivsulfid-Geschichten drin, das sind so Schlämme im Atlantistief im Roten Meer, die sind auch sehr, sehr metallhaltig, da ist vor allem auch viel Arsen und so drin. Und Blei, also das sind schon signifikante Lagerstätten, die wir jetzt einfach nur so aus Zufall kennen. Und bei den Massivsulfiden ist das so, dass wir eigentlich nur die Oberfläche, die oberen 1-2 Meter mal untersucht haben. Und das sind dreidimensionale Lagerstätten, die gehen auch ein paar hundert Meter in die Tiefe und wie da die Metalle verteilt sind, wissen wir noch nicht mal. Und das ist der Unterschied bei den Massivsulfiden zu den anderen beiden, den Krusten und den Manganknollen, das sind nämlich zweidimensionale Ressourcen, die gibt es nur an der Oberfläche vom Meeresboden. Das muss man auch noch mal im Kopf behalten. Das bedeutet, wenn man die abbauen will, dann reden wir wirklich von gigantischen Flächen. Bei dem Manganknoll, wenn man das hochrechnet, sagt die Industrie, sie müssen ungefähr 3 Millionen Tonnen pro Jahr pro Feld abbauen, um wirtschaftlich zu sein von dem Metallgehalt her. Und das bedeutet bei der normalen Belegungsdichte in den Lizenzgebieten, dass das mindestens 200 bis 300 Quadratkilometer pro Jahr pro Abbauunternehmen sind. Also größer als die Fläche von München pro Jahr. München sind so 208 Quadratkilometer. Also es sind gigantische Flächen, die da abgebaut werden. Das ist nur noch vergleichbar an Land mit Abholzung. Das ist nochmal mehr, was wir da machen pro Jahr. Ja, und das Argument sind dann immer die Metallpreise. Hier sind so die Beispiele aus den letzten Jahren. Die Metallpreise waren so im Schnitt deutlich höher 2007-2008 in der Wirtschaftskrise. Mittlerweile sind sie wieder so gering, dass es sich gerade nicht mehr lohnt. Und das ist jetzt die dritte Phase, wo das so ist. Das erste Mal ging das so in den 70er, 80ern los. Dann gingen die Preise wieder runter, dann hat sich keiner mehr drum gekümmert. Dann war das in den 90ern wieder so. Und jetzt ist die dritte Runde Tiefseebergbau im Grunde genommen angefangen. Bei den Manganknollen ist das so, dass wir wirtschaftlich interessant sind, eigentlich nur Kobalt, Kupfer, Nickel, mittlerweile vielleicht vom Marktpreis auch noch Lithium so ein bisschen. Das heißt, wir kümmern uns eigentlich, interessieren uns nur 3% der Manganknolle. Der Rest sind Mangan und Eisenoxide und im Spurenbereich dann selten Erden und so weiter. Die Wirtschaftsmodelle der Firmen sind ein bisschen skurril im Augenblick, weil die Preise sind so, dass man hiervon nicht leben kann. Dafür lohnt sich das nicht, in 4.000 bis 5.000 Meter Wassertiefe die Knollen zu ernten. Die rechnen im Augenblick alle damit, dass sie das Mangan noch verkaufen können. Auch das ist das deutsche Wirtschaftsmodell dazu. Aber allein Deutschland mit seinem Lizenzgebiet kann seinen Manganbedarf zu 110% decken dann pro Jahr, wenn wir abbauen würden. Und ich habe neulich mal mit dem belgischen Lizenzhalter, weil das eine Firma gesprochen und die sagen, das funktioniert eben nur dann, wenn global Manganknollen nicht mehr als 3 oder 4 Unternehmen abbauen. Wenn das mehr tun, dann ist der Manganpreis im Arsch und dann war es das mit dem Wirtschaftsmodell. Also das ist alles so ein bisschen skurril, wie die im Augenblick da unterwegs sind, finde ich. Also die rechnen eigentlich alle damit, dass es nur ein paar Unternehmen machen in den nächsten Jahrzehnten und dann ist die Welt für sie gut. Aber wenn es 5, 6
Abbauunternehmen sind, dann war es das eigentlich mit der Ökonomie. Ja, auf der Karte sind nochmal diese Manganknollenvorkommen gezeigt, die wir so kennen. Cook Islands, das ist das einzige, wo es tatsächlich in deren Wirtschaftszone ist. Im Indischen Ozean gibt es welche, hier unten im Peru-Becken und dann eben in dieser Clarion-Clipperton-Fracture-Zone, die zwischen Hawaii und Mexiko liegt. Und das ist im Augenblick auch mehr oder weniger das Einzige, was so richtig ökonomisch ist von den Belegungsdichten. Springe ich da mal rüber. Das sind so ein paar ökonomische Berechnungen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Umweltauswirkungen an. Also wenn man die abbaut, und das sind so Sachen, schon Folien hier von der letzten Phase, da haben wir nämlich auch schon ein deutsches Umweltprojekt gehabt vom Bundeswirtschaftsministerium, vom Bundesforschungsministerium gefördert, das damals DISCOL hieß, in der letzten Phase TUSCH. Das war, als ich als Doktorand angefangen habe vor 20 Jahren, habe ich dann nämlich drin mitgearbeitet schon. Und das ist so eine Zeichnung von den Ingenieurskollegen, um die Impacts zu signalisieren. Also zum einen nimmt man diese oberen 10, 20 Zentimeter Sediment weg und das bedeutet in der Tiefsee, man nimmt alles weg, wo im Grunde das gesamte Leben drin ist. Das ist global im Mittel in den oberen 10 Zentimetern, darunter gibt es nur noch Bakterien. Die Bakterien sind zwar am Ende die größte Biomasse auf der Welt, die wir haben, aber wir nehmen alle Würmer, alles Tierchen, was kriecht, nehmen wir komplett weg, weil die Knollen in diesen oberen 15, 20 Zentimetern stecken. Das muss man wissen, dass man also auf diesen Hunderten von Quadratkilometern alles Leben vernichtet. Hinzu kommt dann noch die Sedimentwolke, die aufgewirbelt wird, weil das ist alles nur so wie in so Seen im Grunde genommen, so wenig verdichtetes Sediment. Wenn man da mal ein bisschen drauf tickt mit irgendwas, dann gibt es gleich eine große Wolke, die dann verdriftet und sich noch in Gebieten außerhalb ablagern kann und damit alles zudeckt und abtötet. Und das untersuchen wir uns in dem europäischen Projekt. Da sind wir 25 Partner aus 11 Ländern, wird auch von mir koordiniert in diesem Fall und wird finanziert über die Forschungsministerien der verschiedenen Länder. Die haben sich zu so einem kleinen Club vor ein paar Jahren zusammengeschlossen und nennen sich Joint Programming Initiative for Healthy Seas and Oceans, in kurz JPI Oceans. Also wir werden national immer gefördert, arbeiten aber im europäischen Kontext zusammen. Und da haben wir uns alte Störungen angeguckt, also alte Tracks in der Clarion-Clipperton-Zone, und vor 26, jetzt mittlerweile 27 Jahren haben deutsche Wissenschaftler im Peru-Becken dieses Experiment DISCOL, Disturbance and Recolonization, dafür steht das, durchgeführt. Das wollte ich noch mal kurz zeigen. Also wenn man sich das anguckt, so alte Tracks, so von der, damals aus den 80er Jahren gibt es tatsächlich noch was von OMCO, das ist so ein französisches Unternehmen gewesen, was damals tatsächlich auch mal einen Abbauversuch gemacht hat. Wir haben noch keiner, leider lebt von denen nicht mehr so richtig, das ist alles geheim. Wir haben keiner von uns, auch die Franzosen, haben noch nicht rausgekriegt, wo das eigentlich genau war. Das Einzige, was die französischen Kollegen in ihrem Lizenzgebiet, ist das nämlich jetzt mittlerweile hier, gefunden haben, ist so ein Track, aber das ist ein normaler Dredge-Track, wo man mit so einem Schleppnetz drüber geht und mal eine Probe nimmt. Wo das wirkliche Testgebiet damals war, wissen wir nicht. Aber selbst nach 37 Jahren sieht im Grunde aus wie gestern. Und das liegt an diesen niedrigen Sedimentationsraten. Wir haben im Schnitt in der Tiefsee irgendwas deutlich unter einem Zentimeter pro 1000 Jahre. Also das ist weniger als die Dicke eines Haares pro Jahr. Das sind irgendwie so 10, 15 Mikrometer pro Jahr. Und hier kann man ganz gut sehen, dass die Knollen an der Oberfläche liegen, und das ist so ein bentischer Schlitten, auch so eine Dredge, die wir auch wissenschaftlich benutzen, die sie dann so 10, 15 Zentimeter wegnimmt, aber da in dem Anschnitt kann man ganz gut erkennen, dass die Knollen eben nur auf der Oberfläche liegen. Und das ist ein Beispiel aus diesem DISCOL-Gebiet, da haben die deutschen Kollegen damals eben mit so einer Flugegge, die sie zusammengeschweißt haben, die so ähnlich aussieht, was die Bauern benutzen, haben sie die Knollen untergepflügt. Und dann haben sie 78 solcher Tracks gezogen auf einem Gebiet, was ungefähr 11 Quadratkilometer groß ist. Und hier ist so ein Beispiel, was wir 2015 dann aufgenommen haben. Das sieht auch so aus, als ob es gestern gezogen wurde. Wir können mittlerweile aber diese Auswirkungen gut untersuchen. Die Technologie für Monitoring
ist da. Das ist das, was wir benutzen, wenn wir immer in unbekannte Gebiete gehen. Das tun wir eigentlich regelmäßig. Da müssen wir erstmal kartieren, gucken, wie es da unten aussieht, bevor man dann anfängt zu beproben. Und da gibt es eben diese Multibeam-Systeme, wie sie zum Beispiel ELAC für die Gashydrate auch benutzt. Die sind eigentlich ja da auch, um Meeresboden zu kartieren. Das können wir inzwischen sehr hochauflösend machen, vom Schiff aus mit einer Auflösung von 3-4 Metern, wenn wir wollen. Wenn wir das auf so einen AUV, so einen programmierbaren Tauchroboter schnallen, dann kriegen wir eine Auflösung, die liegt im 10er-30er-Zentimeter-Bereich. Und dann sehen wir zum Beispiel, habe ich jetzt nicht als Vergleich, aber das sind so kleine Hügel, die 50, 100 Meter hoch sind, die wir auf der Schiffsbathymetrie gar nicht sehen. Also das ist zum einen interessant natürlich für die Unternehmen, wenn sie ihre Abbauplanung machen wollen, aber zeigt uns eben auch, der Tiefseeboden ist keine Ebene, das ist relativ variabel. Was wir hier gemacht haben, das ist aus diesem Discol-Gebiet, da sind wir einfach die Fotos, die wir hier geschossen haben mit dem AUV, da haben wir in 4 Wochen ungefähr 500.000 Fotos mitgemacht. Und wenn man die jetzt zu so einem Mosaik zusammenpackt, das ist jetzt hier ungefähr 500 mal 400 Meter, dann kann man sehr schön diese Flugscharen sehen. Und da kann man reinzoomen in das Bild, das hat eine Auflösung von 0,5 Zentimeter. Also das können wir auch dazu benutzen, eben die Makrofauna, die da auf dem Meeresboden rumläuft, eben zu zählen am Ende und zu identifizieren. Das ist nochmal so ein Überblick, dass wir mit diesen Techniken haben wir immer verschiedene Möglichkeiten, Übersichtsbilder, das kann man innerhalb von ein paar Tagen, Wochen machen und wenn man dann am Ende mit dem AUV und um genau zu bestimmen, was für Arten das sind, dann muss man halt wirklich beproben und da kann man dann eben nur sich noch eine kleine Ecke angucken. Und am Ende geht es darum, diese kleinen Ecken dann eben über die anderen Methoden hochskalieren zu können. Gut, das ist so ein Beispiel, wie man dann tatsächlich da reinzoomt. Hier kann man wirklich sehr schön diese einzelnen Flugscharen in dieser 8 Meter breiten Flugbreite deutlich erkennen. Und das ist eben schon 2,5 Jahrzehnte her. Dann können wir mit eben diese Fotos uns angucken und reinzoomen, dann sehen wir eben so eine Krebstiere, Seeanemonen, Schwämme, gestielte Holothurien, also Seegurken, Fische, so kleine Korallen. Und die können wir dann in eine Datenbank packen, das gehört auch mit dazu von den Kollegen von der Uni Bielefeld, die trainieren diese Datenbank, dass sie am Ende irgendwann mal in ein paar Jahren automatisch die Organismen identifiziert und zählt. Weil wir im Augenblick das per Hand machen müssen und dann schaffen wir es nicht mal, unsere ganzen Videos und Fotos, die wir jetzt haben, zu analysieren. Das ist per Hand nicht mehr möglich. Wir sind aber inzwischen tatsächlich so weit, das war vor ein paar Jahren eben noch nicht die Möglichkeit, mit diesen Videos, zumindest für diese Makrofauna, also die wir da jetzt so auf dem Bild erkennen können, tatsächlich die Artenvielfalt zu quantifizieren. Die Kollegen hatten das mal ausgerechnet, dazu müssten sie normalerweise, wenn man so halben Meter Boxcorer, die sie normalerweise nehmen und durchsieben nehmen würden, dann müsste man davon irgendwie 500 nehmen auf einem Quadratkilometer. Das ist nicht umsetzbar im Wissenschaftsbetrieb. Dann gibt es moderne DNA- und Proteinanalysemethoden, wo man nicht mehr die einzelnen Organismen nehmen muss, sondern man kann einfach das Sediment nehmen als Gemenge. Da sind genug von diesen Proteinen drin oder Reste von DNA von Abgestorbenen und auch darüber können die mittlerweile die Arten dann bestimmen. Das heißt, wir haben jetzt so Techniken, wo wir deutlich besser sind als noch vor 5 Jahren. Und wir kommen so langsam dazu, dass wir tatsächlich so die Bewertung machen können, was dann nun der Eingriff bedeutet auf die Artenvielfalt. Und dann machen wir Experimente mit dem ROV-Tauchroboter. Wir messen Sauerstoff hier mit so einem Profiler, den wir am Meeresboden absetzen. Also alle diese Bilder, das ist alles ungefähr 4.200 Meter Wassertief. Also das können wir mittlerweile. Vor 20 Jahren konnten wir das alles nicht. Das ist auch der große Unterschied zu den alten Daten, die wir da im Discol haben, weil wir da ja schon ein paar Mal hingefahren sind. Wir können jetzt ganz viele Sachen, die wir damals überhaupt nicht konnten. Und das hat auch dazu geführt, dass wir verstanden haben, so ein paar Parameter, die in den Regularien stehen, dass wir haben mittlerweile bessere Methoden und Parameter, um uns das anzugucken, als die Internationale Meeresbodenbehörde in ihren Regularien stehen hat. Und jetzt nochmal so mit einer der letzten Folien, denke ich, so zum Unterschied, was jetzt bedeutet Störung und Nichtstörung. Das ist jetzt wieder in dieser Clarion-Clipperton-Zone, da waren wir in dem deutschen Lizenzgebiet.
in so einem alten Ostblock, IOM ist Inter-Ocean Metal, das ist war so ein Zusammenschluss der Ostblockstaaten. Die DDR war da früher auch mit drin, die Bundesrepublik hat das aber nicht übernommen. dann im Französischen und dann haben wir uns Gebiete ohne Meeresboden ohne Knollen angeguckt und mit Knollen und hier ist eins von diesen Schutzgebieten. Um die Clare-and-Clipperton-Zone herum gibt es 9 Schutzgebiete, die alle 400 mal 400 Quadratkilometer groß sind. Das sind die größten Schutzgebiete der Welt, wo man aber also keinen Abbau der Manganknollen machen darf. Aber da war noch nie jemand. Wir waren tatsächlich vor 2 Jahren die Ersten, die sich mal eins von den Dingern angeguckt hat, ob die überhaupt geeignet sind. Und was wir sehen hier, sind eben, wo die Knollen sind, da haben wir relativ hohe Abundanzen von verschiedenen Organismen, deutlich mehr als in nicht knollenbelegten Boden. Und das hat eben Grund, diese Harzsubstrate sind ein spezielles Ökosystem, wo Tierchen leben. Und diese Tiere, die da drauf wachsen, die sind wieder Lebensraum für mobile Arten auch. Da komme ich gleich zu. Genau, und wenn man dann guckt, wie das in den Störungen aussieht, und die sind ja unterschiedlich alt, von 1 Jahr bis 37 Jahre, dann sieht das so aus. Das ist jetzt nur die Makrofauna, also die wir auf den Fotos sehen können. Aber da ist im Grunde genommen, hat sich da gar nichts erholt in 4 Jahrzehnten. Wir haben mittlerweile, sind wir ein bisschen weiter bei der Meiofauna, das sind so die kleineren Würmer. Die Nematoden, das ist so was ähnliches wie Tausendfüßler im Boden, das scheinen die einzigen zu sein, die sich tatsächlich erholt haben in ein paar Jahrzehnten. Aber bei den meisten anderen Arten ist das nicht so. Und das, was uns noch am meisten erstaunt hat, war, dass das auch mit den Bakterien nicht. Selbst die Bakterien waren nicht in der Lage, sich in 3 Jahrzehnten zu erholen. Die Sauerstoffaufnahmeraten sind ungefähr ein Drittel von dem, was sie sonst sind oder in den Referenzgebieten. Und das war was, wo wir wirklich gar nicht mitgerechnet hatten, weil die eigentlich schnellere Reproduktionszeiten haben. Und das hat am Ende auch dazu geführt, dass es der Normalzustand, wo wir hauptsächlich Suspension Feeder haben, also Tiere haben, die aus der Wassersäule Nahrung filtrieren, organische Partikel. Und das hat sich in den Gestörten komplett gewandelt. Da sind jetzt die dominanten die Aasesser im Grunde genommen, die Leichen auffuttern und diese Suspension Feeder sind deutlich in der Minderzahl und das liegt am Ende daran, dass wir eben diese Schwämme, die gestielt sind, die sind manchmal so einen halben Meter bis einen Meter hoch, auf denen dann hier wieder ein Schlangenstern sitzt und so ein paar Amphipoden, also so Rudertierchen, manchmal auch Seeanemonen und Seepocken. Hier ist so eine Darstellung von einem unserer Kollegen, der künstlerisch sehr begabt ist. Und man nimmt eben auch den anderen Arten, wenn man die Knollen wegnimmt und damit die Schwämme und Korallen, die da drauf wachsen, nimmt man auch denen den Lebensraum weg. Das heißt, das ist ein Eingriff, der ist viel größer als nur die Knollen wegzunehmen. So ein ganz markantes Beispiel, was Antje Boetius, was die Kollegen publiziert haben letztes Jahr, ist zum Beispiel so eine Tintenfischart. Die sind relativ klein, die sind tatsächlich nur so groß. Die brüten auch auf diesen gestielten Schwämmen und die brüten ihre Eier da ungefähr 3 Jahre aus. Also wir nehmen tatsächlich Habitat damit weg. Gut. Und jetzt, ich glaube, wir haben noch 1 oder 2 Folien zu Sedimentwolken. Wir haben bisher, das ist das, wo noch das größte Risiko ist, weil wir das bisher nicht vernünftig oder keiner richtig mal quantifiziert hat. Wie viel Sediment wird aufgewirbelt, wie weit verdriftet das, wie schnell setzt sich das ab, wie ist diese Sedimentverteilung der Abdeckung. Und das liegt daran, dass wir natürlich mit kleinen Geräten unterwegs sind. Hier ist so ein Beispiel von so einem Roboter, den wir haben, der hat auch so ein Kettenfahrzeug, der wiegt da unten am Meeresboden ungefähr 20 Kilo mit den Auftriebskörpern und den benutzen wir zum Beispiel im Augenblick, die Kollegen aus Bremen setzen den gerade für ein Jahr ein vor Svalbard, um über ein Jahr lang immer mal wieder Sauerstoffmessungen im Boden zu machen. Und das ist aber so die Sedimentwolke, die der schon aufwirbelt, die dann verdriftet wird. Und das, was wir können mittlerweile, ist aber, dass wir zum Beispiel mit den AUV-Kameras, und das war auch so ein Beispiel von so einem Einsatz eines unseres Gerätes, hier sieht man noch die Manganknollen, hier haben wir dieses Gerät längs gezogen, man sieht auf dem AUV-Fotomosaik relativ schön diese Furche, die es gezogen hat, und dann sind rechts und links sind die Knollen auf den Bildern nicht mehr zu sehen. Die waren aber vorher da, also wir haben so vorher nachher Bilder gemacht und das ist die Auswertung davon. Die Sedimente haben sich hauptsächlich
so ungefähr so 30 Meter upstream von der Meeresströmung abgelagert, weil die eben weggedrückt. Die Meeresströmungen sind ja sehr gering, das sind nur so ein paar Zentimeter pro Sekunde, also zwei Größenordnungen unter dem, was die Nordsee zum Beispiel hat. Und downstream so ungefähr 100, 150 Meter. Das ist aber nur das, was wir visuell dann sehen können. Es wird auch noch eine dünnere Ablagerung geben, die jetzt auf den Fotos eben gar nicht zu erkennen ist. Und das sind die Sachen, die wir jetzt in der zweiten Projektphase, die wir jetzt gerade beantragen, dann in den nächsten Jahren uns wirklich genauer angucken müssen, weil dazu gibt es keine guten Datensätze. Und das macht unter Umständen die beeinflusste und gestörte Region viel größer als das eigentliche Abbaugebiet. Ja, und diese Sachen müssen am Ende in Regularien rein. Und ich denke eben, weil Bergbau, so wie an Land eben auch, bedeutet, wir zerstören Boden. Das ist anders, als wenn man jetzt an Öl und Gas denkt oder die Gashydrate. Da bohren wir rein, machen relativ an der Oberfläche in der belebten Zone relativ kleinen Impact und haben nur ein Problem, wenn ein Unfall passiert. Und die Unfälle passieren meistens dadurch, dass wir nicht aufmerksam genug sind. Aber Bergbau bedeutet, den Rohstoff haben zu wollen, bedeutet großflächige Schäden anrichten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, diese Fläche mit 0,1 oder 0,2% vom Tiefseeboden ist ja nicht viel, ist ja egal. Das kann aber auch ein Prozent werden durch die Sedimentwolke zum Beispiel. Das kann aber auch einen größeren Schaden dadurch haben, dass wir die mobilen Arten eben auch stören. Also ich mache als Beispiel, habe ich jetzt immer so, Kinderkanal hatte mich neulich interviewt vom ZDF, da habe ich dann gesagt, das ist so wie wenn man den Elefantenherden in der Serengeti 3 oder 4 von ihren 10 Wasserlöchern wegnimmt. Dann ist deren Wanderweg kaputt. Und das kann auch mit den Larven passieren. Wir wissen, dass die quer über die Clear-and-Clipperton-Zone, also über 2000 Kilometer, aber auch über den gesamten Pazifik miteinander verwandt sind. Wir wissen, was wir nicht wissen, über wie viele Generationen die sich austauschen. Aber da ist Austausch. Und wenn wir jetzt in die gesamte Clear-and-Clipperton-Zone als Flag wegnehmen und das aber einer von diesen Zwischenschritten für die Larven sind, wo die wieder sich absetzen, das tun sie ja über die Meeresströmung irgendwann, dann ist der Schaden eventuell viel größer. Natürlich wird das dauern, bis wir diese Auswirkungen merken. Aber das gilt es am Ende zu verhindern. Und deswegen, wenn wir das machen wollen, und das ist aber eine gesellschaftliche Frage, wollen wir an diese Metalle ran, dann muss man sich eigentlich am Ende des Tages über eine globale Raumplanung Gedanken machen. Also da hilft es nicht, wenn man sich jetzt nur die Lizenzgebiete anguckt und Raumplanung macht. Das ist das, was die Internationale Meeresbodenbehörde im Augenblick in die Regularien reinschreibt. Ich denke, das muss eine globale Raumplanung dann werden. Auch mit den ganzen Interessen, die wir haben. Wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel über Mikroplastik, über die Meereserwärmung zusätzliche Stressfaktoren dazukommen und die Ökosysteme, die sowieso schon am Rand sind, ein Problem haben. Und das gilt auch hier für die Tiefsee im Grunde genommen. Das ist, kommt dann verzögert, die Meeresbodenerwärmung, aber sie wird in den nächsten 1000 Jahren kommen, weil das ist ungefähr das, was es so braucht. Und dann haben wir einen zusätzlichen Stressor, den wir auch nicht mehr so schnell abschalten können, weil die Pumpe haben wir zum Beispiel angeworfen. Und wir sollten uns Gedanken machen, weil der Tiefseeboden, das ist für alle immer sehr abstrakt, aber der Tiefseeboden ist global fürs Klima die CO2-Senke und der Regulator für unser CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das läuft so auf 100, 110.000 Jahresskalen. Und auf 2,4 Millionen Jahren reguliert er unseren Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Und keiner von uns kann im Augenblick sagen, ob wenn wir da jetzt 0,1 oder 0,2% wegnehmen, ob das dann schon eine Auswirkung hat oder nicht. Und das ist der Punkt, wo ich denke, da müssen wir mehr drüber nachdenken, bevor wir anfangen. Und das ist der große Vorteil mit UNCLOS, wo Sachen eigentlich festgelegt sind für den Schutz der Umwelt, die es sonst nicht gibt. Also es gibt das Precautionary Principle, das Vorsorgeprinzip, das ist so streng nirgends in keiner anderen Gesetzgebung verankert im Grunde genommen. Und wenn man das konsequent auslegen würde, dieses Vorsorgeprinzip, dann bedeutet das, wenn wir nicht, also da steht drin, wenn wir nicht wissen, was die Auswirkungen sind, dann sollen wir die Finger davon lassen. Aber im Augenblick sieht es eben so aus, dass die Wirtschaftsinteressen wieder größer sind, auch von der Politik, dass der Paragraph eigentlich ignoriert wird so ein bisschen. Und das sind die Sachen, wo wir uns wirklich Gedanken zu machen sollten. Ja,
damit bin ich dann durch. Ich werde zum Abschluss jetzt noch mal einen kleinen Film zeigen von diesem Discoil-Gebiet. Einfach so ein, ich glaube, sind so 2-3 Minuten Zusammenschnitt vom Meeresboden, und in der Zwischenzeit nehme ich dann Fragen entgegen gerne.